in unserer Region auch ganz viel Platten für. Und wenn ich daran denke, dass unsere Wurstmühle, oder wenn sie hier was hält, drei Hauben haben installiert oder fertig gemacht. Wie seht hier die katholischen Hauben und unsere Region und hier sind die evangelischen Hauben. Wir haben aber auch unsere Kirchhausmühle, haben aber auch Hauben hat. Und es wird ordentlich die Hauben von der Wurstmühle in der katholischen Gegend und hier in der evangelischen Gegend. Und wenn ich auch mit den Trauerhauben, Volltrauer und so wieder, man sieht das auch hier, manche Bänder sind länger und manche sind nicht so kompakt. Aber hier habe ich nochmal die Haube von einer Heuerlingsgruppe, die hat Klaus, weil das ja nicht so viel kostete. Hier ein bisschen Lüftgen-Applikation. Ja, und wo lange mussten die Burenfrauen dann truhen? Wo lange hat sie dann die schwarze Haube zu drehen? Das ist die Volltrauerhaube, also wenn dem Ehemann sturben will, dann hat sie ein Jahr und sechs Wirken truhen muss. Und da kann jeder dran sein, ja, noch die Tiet ist sie wer frei und dann. Und wenn sie dann, wer wir hier roden wollen, genau das ist frohe Tiet, dann hatten Belgien das blaue Band aus Taken, das wir nur frohe, wer wir hier roden. Ja, und damit war sie eine ganz begehrte Ehepartnerin. Ja, mögliche Ehepartnerin. Ja. Ja. Und wir haben sogar eine Trauerverordnung von 1744 und in Hannöversten von den Bürgerstenburg und die haben ganz genau fast gesetzt, wie lange man auch auf dem Bodenhof oder in unserer Gegend hier zuhören musste. Ja. Und wir haben die Hauben von 1800 und datig, wenn nirgends 100 Tecken. Und dann kam eine Übergangslösung. Und meine Oma hat auch noch, die ist 44 Stunden, besser in Düsseldorf, die Krüllhaube hat. Aber das sind alles Originale von 1800 und datig. Ja, Frau Wede, ganz herzlichen Dank.